Das ist noch nicht dicht, wie man sieht. Herzlich willkommen zu einem neuen Campervan-Ausbau-Video. Leute, die Zeit drängt. Wir brauchen dringend fließendes Wasser in Bärbel. Wir möchten gerne duschen und ja, dazu müssen wir langsam mal die Wasserpumpe installieren. Und das machen wir in dem heutigen Video. Also viel Spaß. So, hier ist die Wasserpumpe. Ich habe die hier schon festgeschraubt mit 4 Schrauben. Ich habe so einen Holzrahmen gebaut. Und diesen Streifen, den habe ich ein bisschen verstärktes Holz genommen. Wir hatten noch von den Spanplatten etwas über gehabt. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Das sieht von hinten nämlich so aus. Also es ist ein bisschen dicker logischerweise als das hier. Das hatten wir noch ein bisschen über gehabt. Und dementsprechend habe ich dann die Reste genommen und habe das hier einfach mal so dran genagelt. Aber naja, ich kann halt nicht so super gut nageln, wie man sieht. Ne? Aber manchmal klappt es. So sieht das nämlich aktuell jetzt aus. Man blickt direkt auf den Wasserkasten. Ganz hinten ist der Stützpfosten nochmal. Der ist aber gerade so ein bisschen lose. So in etwa habe ich mir das Ganze dann vorgestellt. Hier die Wasserpumpe. Hier haben wir noch genug Platz gelassen, um hier an die ganzen Halterungen vom Tank dran zu kommen. Sollte da nochmal irgendwas dran sein, dass wir da auf jeden Fall noch die Möglichkeit haben, hier dran zu kommen. Das gleiche gilt hier oben für die Anschlüsse. Da kommen wir auch noch dran. Also hier oben ist ein bisschen besser dran zu kommen als jetzt hier mit meinen dicken Händen. Aber Anja kommt da ganz gut dran. Also hier die beiden Anschlüsse. Hier dieser Anschluss wird der Anschluss sein, der mit dem Schlauch in die Wasserpumpe geht. Also ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, dass es hier rein geht und dann anschließend hier rauskommt. Ich muss gleich nochmal die Bedienungsanleitung nach mir durchlesen. Aber ich meine, so von dem, was ich gerade gesehen habe, müsste es so hoffentlich richtig sein. Ansonsten müsste ich das nochmal spontan nochmal tauschen. Ja, und der Schlauch hier, der ist der Schlauch für die Entlüftung. Der ist einfach nur dafür da, dass da dementsprechend Luft rein und rauskommt, dass der Tank halt nicht platzt, wenn der befüllt wird. Ja, und hier lassen wir auf jeden Fall halt eine Lücke. Wie bereits erwähnt, dass wir hier an allen Schrauben nochmal drankommen, sollte mal irgendetwas sein, dass wir hier auf jeden Fall hier alles nochmal checken können. Aber später wird man das auch nicht direkt mehr sehen, weil ja hier nochmal eine Verblendung kommt. Also hier kommt nochmal was vor, weil ich sitze ja gerade quasi in der Heckgarage. Also hier ist dann der Auszug später. Und der Bereich, der wird dann halt nur noch mit so einer Wartungsluke zu sehen sein, die dann vielleicht hier irgendwo ist. Dass man dann nochmal an den Wassertank halt rankommen kann. Und der Bereich hier, der kommt dann halt auch zu. Also, es ist so, wir werden bald im Urlaub fahren und es gibt einige Dinge, die wir auf jeden Fall vorher gerne fertig hätten. Und dazu zählt halt auch der Wasseranschluss, dass wir halt mit der Wasserpumpe duschen können. Ne? Wir planen eine Heckdusche, also sprich hier vom Kofferraum weg, eine Außendusche zu bauen und natürlich die Dusche im Badezimmer. Das Badezimmer werden wir aber auf jeden Fall nicht bis zur Reise fertig bekommen, weil das ist zeitlich gar nicht mehr drin. Aber die Außendusche. Ne? Es ist ja auch super, super warm. Wir haben Sommer. Dementsprechend wird man da super draußen duschen können und die Außendusche ist auf jeden Fall die Sache, die wir gerne fertig haben wollen. Ne? Also sprich, wir werden keine Dusche fertig bekommen bis zum Urlaub, aber auf jeden Fall die Außendusche. Das nehmen wir halt heute mal und noch vielleicht morgen in Angriff. Jetzt haben wir noch einen relativ langen Schlauch. Anja wird jetzt aber anfangen, den Wassertank nochmal zu befüllen. Und dann schließen wir die Wasserpumpe an und gucken, ob das ganze Konstrukt hier überhaupt dicht ist oder ob wir da schon irgendwie gleich einen kleinen Wasserschaden haben. Das Ganze ist noch nicht jetzt wirklich feste hier drin, verschraubt. Erstmal einfach nur so gegengestellt. Und wir werden jetzt das Ganze anschließen. Anja befüllt jetzt einen Wassertank und dann werden wir schauen, ob hier die ganze Konstruktion mit den ganzen Anschlüssen hier oben, das auch alles dicht ist, ob das hier auch funktioniert. Und wenn das hier alles wirklich geht, dann wird alles hier fest verschraubt. Ja, Leute, jetzt haben wir eine Sache nicht bedacht. Das ist der Anschluss von der Wasserpumpe. Und hier ist der Wasserschlauch, den wir geholt haben für unsere Wasserinstallation. Und Anja hat den jetzt ein bisschen eingeschnitten. Dreh mal so um, dass man das sehen kann. Da. Dass es überhaupt ansatzweise da drauf geht. Aber das ist natürlich alles andere als dicht. Also sprich, der Schlauch, das ist so ein 10 mm Schlauch, wenn ich mich nicht irre. Ne? Mhm, der ist definitiv zu klein für diese Tülle, die hier bei der Wasserpumpe dabei ist. Oder das ist einfach zu groß, wie auch immer. Kann man sehen, wie man will. Oder halten wie ein Dachdecker, wie man sagt. Ja.
Fakt ist auf jeden Fall, das geht so nicht. Nee. Wir haben aber auch jetzt keinen anderen Schlauch mehr und wir haben schon 21 Uhr. Das heißt also für uns, wir müssen morgen zum Baumarkt einen anderen Schlauch holen und den Schlauch dann auch direkt oben austauschen. Also sprich, wir brauchen definitiv einen Schlauch für die beiden Anschlüsse. Müssen wir morgen holen und dann können wir erst weitermachen. Pakete für Bärbel gekommen, die wir jetzt mal eben rasant auspacken. Jetzt ist frustfrei eingepackt. Ach komm, ich sag mal, die Pakete von Amazon sind die eigentlich. Also so packt man ja auch kein Paket raus, nur mal so mit. Ich pack immer alles raus. Lesen wir erstmal vor, von wem es ist, bevor wir dazu kommen. Ich hab schon gesehen, was es ist. Ein Geschenk von Heiko. Von wem auch sonst? Schon mal zum Üben. Hoffe, lange dauert es nicht mehr, bis es ans Innen geht. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Also, ich meine, es geht um keine Angst, Leute. Wir setzen uns gleich noch an den Esstisch und lernen noch ein bisschen Deutsch. Ja, das ist ganz, ganz geil. Das sind rechtwinklige Positionierungsblöcke und zwar für den Möbelausbau. Cool. Als hätte Heiko das gewusst, dass wir genau der das weiß jetzt haben. Alles. Der weiß, der kennt ja auch schon alle Videos. Die noch gar nicht gedreht sind. Nein, die schon gedreht sind. Er kann es ja vorab gucken, vor allen anderen. Ja, geil. Als kann er mit sehr, sehr geil, Heiko. Weiß wahrscheinlich, was jetzt als nächstes kommen wird. Er hat eine Vorahnung. Ja, das ist ja auch eigentlich nicht so schwer, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Ich guck jetzt schon wieder mit dem Messer da rum. Ich fuchtel mit dem Messer rum. Tada! Also ich würde vermuten, da wir die ja schon bekommen haben, lieber Heiko, ist auch dieses Paket von dir, aber ist ein Zettel drin. Ein Geschenk von Heiko. Von wem auch sonst? Qualifizieren, ob das Material euren Ansprüchen entspricht. Das stimmt doch, ist mal auf dem gleichen Zettel auch drauf. Ja, ich meine also auch. Nicht auf dem gleichen Zettel, sondern das gleiche stand auf einem anderen Zettel drauf. So. Jo, Heiko, ich würde mal sagen. Dankeschön. Heiko, auf jeden Fall auch von mir. Dankeschön. Ja. Eine weitere Schublade findet es in unserem Bärbelmobil. Bärbelmobil. Hey, Bärbelmobil, das ist ein gutes Wort. Übrigens, Leute, nix Lost Place Mobil, ne? Also, das wollen wir nicht so gerne lesen. Das ist kein Lost Place Mobil. Also, das ist ein Bärbelmobil. Genau, das ist Bärbel und damit fahren wir ja nicht nur zum Lost Place, sondern auch im Urlaub. Also, es ist Bärbel und nicht Lost Place. Warte mal ganz kurz, wenn wir in Urlaub fahren, machen wir meistens auch Lost Place. Also, so richtig Urlaub. Trotzdem ist es kein Lost Place Mobil. Also, Bärbel ist Bärbel. Also, Bärbel ist kein Lost Place Mobil. Es ist das Bärbelmobil. Es ist Bärbel. Das BM. Es ist Bärbel. Okay, Bärbel. Mobil. Nein, Bärbelmobil. Ach, Leute, komm, lass mal umziehen und dann let's go. Schlauch ist gekauft. Wir haben uns einen 12 mm Schlauch geholt in 2 Meter Länge. Ich denke, das dürfte auf jeden Fall jetzt hier für die Installation reichen. Haben wir auch die Tülle mitgenommen im Baumarkt, dass es auf jeden Fall passt. Und jetzt werde ich die Wasserpumpe wieder reinholen. Wir hatten das ja noch nicht festgeschraubt, deswegen haben wir es während der Fahrt jetzt auch nicht mitgenommen. Also wieder reinholen, dran machen und dann verbinden. Wird natürlich halt jetzt auch den Schlauch, der oben am Wassertank ist, austauschen gegen so einen Schlauch. Und ja, da muss ich gucken mit der Elektrik. Da wir ja noch keine Batterien haben, werden wir unser Stromsetup ja erstmal mit der Powerstation realisieren. Also sprich, die Wasserpumpe muss über die Powerstation angeschlossen werden. Dazu habe ich mir einen Adapter bestellt, der ist auch mittlerweile gekommen. Und ja, das muss ich auch noch alles anschließen. Und dann können wir auf jeden Fall mal testen, ob es funktioniert. Die Duscharmatur ist auch schon geliefert worden. Also das könnten wir dann auch heute alles mal ausklamüsern und testen, ob das passt. Weil ich denke, vielleicht fehlt noch der ein oder andere Adapter. Gerade in puncto Schläuchen und diese Gewindedinger halt. Da muss ich mal gucken, ob das alles so passt. Naja, ansonsten müssen wir halt mal in den Baumarkt fahren. Da sind wir ja gefühlt mehrmals die Woche eh. Also von daher. Hab den Schlauch, der vom Wassertank in die Pumpe geht, schon ausgetauscht. Jetzt bin ich gerade dabei, hier die Rohrschelle von dem Anschluss dran zu machen. Jetzt musste ich gerade mal alle Türen zumachen, denn ja, es regnet gerade. Richtig in Strömen. Das ist der allererste richtig heftige Regen. Seit wir die Fenster drin haben. Also ich bin echt gespannt, wie das jetzt so ist mit den ganzen Fenstern. Ob alles dicht bleibt. Gut, auf der anderen Seite, wir haben jetzt schon so oft den Wagen nass gemacht und gewaschen. Und da ist auch nichts passiert. Aber ist irgendwie auch jetzt ein cooles Gefühl, so bei Regen in Bärbel zu sitzen. Echt herrlich, wirklich. Richtig, richtig herrlich. Ich finde das gerade richtig, richtig klasse. Ich finde das eh immer sehr schön, wenn es regnet und man ist im Auto. Und jetzt dieses
leichte Regenprasseln aufs Dach. Boah, ich könnte mich jetzt gerade hier so ins Bett reinlegen und das einfach so ein bisschen genießen. Die Atmosphäre ist echt geil. Ist echt geil. Aber man merkt auch einen Unterschied. Linke Seite ist ja schon hier die Isolierung drauf und auf der rechten Seite noch nicht. Das ist echt ein Unterschied zu hören. Ohne Witz, es ist ein Unterschied zu hören. Hier ist es noch ein bisschen intensiver auf der rechten Seite und auf der linken Seite ist es echt gedämpfter, deutlich gedämpfter. So, jetzt wieder ab nach unten. Ich habe mir gerade mal hier noch so eine Lampe angemacht, dass ich überhaupt unten Licht habe. Und ja, noch den Schlauch anschließen und danach werde ich gucken, dass ich das mit der Elektrik provisorisch halt überbrücke, dass die Wasserpumpe einmal startet und wir gucken können, ob das auch funktioniert. So, wir wollen das ja an unsere Powerstation anschließen. Jetzt haben wir uns hier einen Zigarettenanzünder bestellt. Ja, und Vakuumklemmen werden wir jetzt mal versuchen, dann unsere Wasserpumpe hier dran anzuschließen und dann anschließend rein in die Powerstation und dann mal gucken, ob es funktioniert. So, das ist auf jeden Fall angeschlossen an den beiden Vago-Klemmen, also rot und schwarz. Was auf jeden Fall Fakt ist, wir müssen uns definitiv noch ein bisschen Elektrowerkzeug zulegen, weil ja, damit geht das wohl, aber ist schon ein bisschen mühselig, das zu machen. Also auf jeden Fall müssen wir uns da noch so eine Abisolierzange, glaube ich, heißt das Ganze, definitiv zulegen, gerade wenn wir jetzt den ganzen Elektrokram hier im Auto noch verlegen müssen. Aber das wird ja erstmal für die Reise auf jeden Fall genügen. Jetzt haben wir hier rot und hier haben wir schwarz. Das müssten wir eigentlich nur noch die beiden Kabel damit verbinden. Zur Sicherheit packe ich mal den Schlauch hier nach draußen. Hier ist ein Einbauflansch von der Standheizung. Also heißt, wenn Wasser kommt, müsste es ja dann erstmal nach draußen laufen, bevor wir hier einen kleinen Wasserschaden haben. Ich hoffe einfach mal, dass hier alles so dicht ist. Ich bin mir jetzt irgendwie immer noch nicht sicher, ob das der Wassereinzug ist und das der Wasserauszug ist. Haben jetzt gerade noch mal geguckt im Internet nach einer Bedienungsanleitung, aber irgendwie wird man da auch nicht schlau. Von den Markierung her sah es für mich so aus, wie da geht's rein und da geht's raus. Also ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ansonsten ja, weiß ich auch nicht. Hast du noch eine andere Anleitung gefunden, Anja? Ha? Ich kann noch mal gucken. Du kannst noch mal gucken. Anja chillt gerade hier oben auf dem Bett und ist die Bauaufsicht. Ja, guck du noch mal nach und ich schließe mal eben die beiden Kabel an. Und ich habe hier noch ein Foto gefunden und hier ist also links der Ansaugbooster und rechts halt ein Schlauch zum Ablaufen, also zum Weiterlaufen. Und ich würde mal sagen, das ist genau so, wie wir das gemacht haben. Also ich hoffe, das ist jetzt so richtig. Siehst du das auch so? Guck nochmal. Also hier linke Seite, siehst du ja, ne, ist der Ansaugbooster. Ja. Guck nochmal. Genau. Ja, hatte ich auch und gesehen. Rechts ist so, ne? Ja. Also würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Was passiert im schlimmsten Fall, wenn das jetzt falsch ist? Nur ein Problem. Was passiert denn dann? Wirst du dann sehen. Jetzt habe ich Angst. Gehen wir in die Luft mit dem Ding. Also entweder haben wir jetzt gleich Kabel brennt oder die Wasserpumpe explodiert. Ist schon richtig so. Dann würde ich mal sagen, wir schalten die mal an. 70%, das dürfte dicke reichen. Wo ist denn das? Ich muss mal gucken, wo der Anschluss ist. Links. Also von mir aus gesehen links. Ah ja, da. Da ist der. Also den Wechselrichter können wir ausschalten. Den brauchen wir jetzt nicht. Boah, ich bin jetzt echt nervös, ne? Ach Quatsch. Schieb rein. Na, soll ich das machen? Du hast den Stecker oben. Ach so. Das war ja auch meine Frage, ne? Ja. Also, Leute. Warte. Auf was denn? Ich bin nervös. Jetzt gleich macht's Peng. Du musst auch, leuchte doch mal hier, du musst auch den Knopf hier anmachen. Es geht! Du läufst jetzt nach draußen, ne? Hast du nach draußen gemacht? Ja, ja. Geil! Was für ein Druck da kommt, krass. Ey, ist das geil! Geil, oder? Cool, ja. Hey, wir haben noch einmal Wassertank angeschlossen. Achtung, es geht los. 3, 2,
1. Wasserwasch. Ja, man sieht es gar nicht mehr. Guck mal, da ist noch so viel Wasser im Schlauch. Ja, ja. Und es ist alles dicht, ne? Es ist alles dicht. Alles richtig angeschlossen. Da oben auch dicht. Ich würde gerne mal sehen, wie viel Wasser. Ja, hatte ich mich gerade auch gefragt, ne? Da draußen ist so krass am Regnen gerade, ey. Ah, da ich geh jetzt raus. Warte mal, lass mich ganz kurz überlegen. Überleg? Jetzt ist das Wasser raus übrigens. Ja. Ja, es macht ja auch keinen Sinn, hinten die Tür aufzumachen. Es ist so am Regnen gerade. Oh Mann, ey, ich will es sehen, ich gehe jetzt raus. Okay. Ja, geh mal raus. Ich gehe raus und filme. Oder wie macht das den Schnitt? Nein. Nee, das ist doof, ich filme von draußen. Dann werde ich halt ein bisschen nass. Okay, dann mal. Okay, Anja, let's go. Oh, da kommt schon ordentlicher Strahl raus. Und, ist gut? Ja. Ich bin begeistert, ey. Das allererste Mal, dass ich irgendwas mit Elektrik gemacht habe, ne? Und Wasser. Also Elektrik und Wasser in der Kombination zusammen. Ja, genau. Das ist schon cool irgendwie, ne? Ja. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich halt hinten einen Schalter baue, dass wir das an- und ausmachen können. Ja, den hatten wir ja schon bestellt. Beziehungsweise, nee, haben wir den geschickt bekommen, ist schon, ne? Genau. Wir hatten erst einen bestellt. Genau, wir hatten erst einen bestellt und dann haben wir noch einen geschickt bekommen. Und deswegen ist der Bestellte, wurde wieder abbestellt und... Genau, ja. Wir nehmen den wir nicht bekommen haben, ist nämlich viel cooler. Da haben wir hinten noch ein paar Stromanschlüsse. Der sieht doch viel besser aus. Ja, und die Dusche könnten wir halt hinten anschließen, ne? Ja. Boah, geil, ey. Ich finde das richtig cool. Mich ärgert es gerade, dass es so am Regnen ist. Die ganzen Tage war es so bullenwarm, ne? Also richtig heiß, richtig schwül. Und jetzt ist es am Regnen draußen. Man könnte jetzt so schön eine Außendusche dran machen, ja, ne? Ja. Also ja, vielleicht sollten wir wirklich rückwärts jetzt hier drauf fahren, dass wir von der Garage aus weiterarbeiten können. Meinst du nicht? Es macht halt keinen Sinn, wenn hier die Tür auf ist und alles Wasser hier reinläuft. Ja, ich weiß, aber es wird auch nachher wieder aufhören. Wir jetzt müssen was vorbereiten schon mal. Es sollte den ganzen Tag regnen. Macht nicht immer so schlechte... Das habe ich nicht gesagt. Das sagt der Wetterbericht. Die Wettervorhersage. Na, jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir den Knopf installieren. Das können wir schon mal erstmal machen. Ja. Und dann können wir weiter gucken. Vom Heiko haben wir hier dieses Schalter-Set bekommen. Das war von unserer Amazon-Wunschliste. Und hier sieht man... die Spannung auf dem und hier kann man USB bzw. halt Handys aufladen, je nachdem was man halt machen möchte. Hier ist noch ein Zigarettenanzünder, hier ist noch ein Schalter und das Tolle an der ganzen Sache ist nämlich, dass die ganze, ganze Schalterelektrik hier Spritzwasser geschützt ist, also sprich man kann es auf jeden Fall hinten an der Heckgarage benutzen. Ja. Und es könnte ruhig ein bisschen feucht werden, da passiert auf jeden Fall nichts. Ja, das wird im Prinzip hier so reingedreht, hinten festgemacht, also mit diesem Ding hier quasi festgemacht, damit es nicht locker sitzt. Und kann man halt anordnen, wie man möchte. Also wenn wir den Knopf jetzt doch da oben haben möchten, dann machen wir den da oben hin und die Steckerleiste dann halt unten oder wie auch immer. Ne? Also das ist bleibt super einem genial. Selber überlassen, das ist echt super. Und ich finde, das sieht auch noch gut aus. Ne? Ja, es ist sehr, sehr schön. Der nächste Tag, wir waren gestern Abend noch im Baumarkt gewesen und haben uns Adapter geholt, weil wir das nämlich nicht so miteinander verbinden konnten. Uns fehlten da zwei Adapter, Gewindedinger, keine Ahnung, wie das Ganze sich halt genau schimpft. Das haben wir auf jeden Fall geholt und auch noch so ein Dichtungsband, um das Ganze abzudichten. Und ich würde einfach mal sagen, jetzt testen wir mal, ob das Ganze funktioniert. So sieht das Ganze jetzt aktuell aus. Das mussten wir uns hier holen noch zusätzlich. Das ist so ein Adapter von, ich glaube, 1,5 Zoll. Auf einen Schlauch, der 13 mm ist. Der Schlauch ist jetzt 12 mm. Und dazu halt die Rohrschelle, dass das Ganze dicht ist. Und hier mussten wir mit Dichtungsband auf jeden Fall noch arbeiten. Und auch hier noch einen Adapter holen, dass das halt dementsprechend passt, weil der Schraubaufsatz von der Dusche leider halt nicht mit dem Eckventili kompatibel war. Ja, das Ganze hat, glaube ich, so etwas mehr als 10 Euro gekostet, die beiden Elemente. Ja, jetzt gucken wir mal, ob das Ganze dicht ist. Also Stecker reinstecken, anmachen. So, Lampe leuchtet. So. Ja, Lampe leuchtet. Die Sonne scheint gerade so ein bisschen blöde. Dann gucken wir mal, wenn wir jetzt hier aufdrehen. Ja. Gerade nichts.
Ist es richtig angemacht? Natürlich nicht, Sabrina. Jetzt. Ah, okay. Das ist noch nicht dicht, wie man sieht. Aber das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Das ist sehr geil. Echt viel Wasser, was da rauskommt, obwohl das Ganze so ein Wasserspar-Duschkopf ist, ne? Aber schon mal echt nicht verkehrt. Na, da müssen wir mal gucken, dass ich das jetzt hier irgendwie noch ein bisschen dicht bekomme. Ich glaube, so wie ich das gesehen habe, kommt nicht hier das Wasser raus, sondern hier oben kommt das Wasser raus. Da muss ich gleich auch noch ein bisschen mit Dichtband arbeiten. Dichtungsband nochmal abgemacht, nochmal neu gemacht und jetzt gucken wir mal, ob es jetzt endlich dicht ist. Stecker rein. An. Aufdrehen. Oh Gott sei Dank. Es ist dicht. Ja, es ist dicht. Sehr gut. Ja. Bleibt doch dicht. Die ganzen Sägespäne hier in der Luft reagiere ich total allergisch. Ich habe erst gesagt, ich mache eine Umschulung zur Schreinerin, aber hat sich jetzt, glaube ich, erledigt. Ich bin nämlich übelst allergisch gegen die Sägespäne. Mir läuft die ganze Zeit die Nase. Die ganze Konstruktion ist erstmal nur für die Übergangszeit, denn wir planen ja in Kürze in den Urlaub zu fahren und werden es halt nicht mehr zeitig schaffen, das Holz zu bestellen und abzuholen, was final hier verbaut werden soll. Aber das Ganze ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich hatte zu Anja schon gesagt gehabt, die ganzen Platten, die ich jetzt halt am sägen bin, kann man ja später perfekt als Vorlage nehmen. Also heißt, da wird dann auch hoffentlich weniger Verschnitt dann sein. Und ja, außerdem können wir aus Fehlern ja bekanntlich lernen. Denn die Platzierung, die jetzt gerade hier auf der Platte drauf ist, kann ja auch eventuell sein, dass das Ganze uns nicht so gefällt in der Praxis. Und dann können wir es nachher final dann noch umändern. So, das Brett ist auf jeden Fall jetzt fest, verschraubt. Ich habe erstmal jetzt ein paar Schrauben reingemacht. Ja, hier habe ich mich ein bisschen vermessen. Hier ist jetzt eine Handbreit Platz. Ist aber, wie gesagt, auch überhaupt nicht schlimm, denn das Ganze ist jetzt erstmal zum Übergang nur. Und dementsprechend kann ich beim finalen Brett einfach hier die Differenz dazu addieren. Und dann habe ich auf jeden Fall hiermit schon mal so ein perfektes Muster, wie das Ganze dann mal so sein soll. Ja, jetzt müsste hier die Elektrik noch angeschlossen werden und hier müssten wir auf jeden Fall halt noch den Wasseranschluss verlegen und dann ist die Dusche auch schon eigentlich so gut wie montiert. Ich habe jetzt gerade mal die Tür zugemacht, um mal zu testen, ob das noch passt. Das passt auf jeden Fall, also ist noch genug Platz zur Tür. Ja, was halt nur ist, was ich mir auch schon gedacht habe, wir müssen halt irgendetwas noch von der anderen Seite holen, was wir halt dagegen verschrauben, dass das halt wirklich starr wird, weil jetzt, es ist halt, ne, also es fällt jetzt hier nicht mehr raus, aber es ist halt Spiel drin, da hier auf der anderen Seite halt nichts ist, was irgendwie gegendrückt. Also da muss ich nochmal gucken, was es da im Baumarkt zu kaufen gibt, was man da halt machen kann. Ich könnte das Ganze natürlich auch nochmal hier verkleben, aber das macht ja momentan einfach gar keinen Sinn, da das Ganze hier erstmal nur provisorisch sein wird für die Reise. Dementsprechend möchte ich da jetzt nicht irgendwie alles verkleben, dass es nachher ganz schlecht wieder zu lösen ist. Ne? Für die Brause ist jetzt noch so eine Halterung dabei. Hatte ich erst überlegt gehabt, hier hinzumachen, einfach nur zur Befestigung von dem Brausekopf während der Fahrt. Aber das Ganze macht auf jeden Fall gar keinen Sinn. Und das wird nämlich dann so aussehen. Und so bekomme ich auf jeden Fall die Tür garantiert nicht zu. Heißt, ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen, wie wir den Brausekopf transportieren. Also ich sag mal, so wäre vielleicht ganz cool. Da denke ich, das dürfte auf jeden Fall mit der Tiefe passen, dass die Tür noch zugeht. Also ich bräuchte hier irgendwie hier so eine Klemme, wo ich das hier so dran machen kann. Ja, und dann muss ich mir halt nur noch irgendwas überlegen für den Schlauch,
Vielleicht hier auch nochmal so eine Schlauchhalterung, das Ganze halt hier nicht so rumbaumelt während der Fahrt. Das könnte uns ein bisschen bekloppt machen, glaube ich. Es ist ja eigentlich ganz gut, dass wir erstmal nur so provisorisch zusammenbauen. Man sieht ja jetzt schon, dass es so ein paar kleine Probleme gibt, wo man echt ein bisschen drüber nachdenken kann. Und ich kann mir wirklich definitiv schon vorstellen, dass die ein oder andere Lösung, die wir jetzt umsetzen, uns vielleicht in ein paar Wochen nicht mehr gefallen wird. Ne? Also gerade das mit der Duschbrause. Ich habe nämlich auch überlegt, dass man eventuell den Schlauch von der Brause einfach hier reinfädelt. Also sprich ein Loch bohren und dann halt den Schlauch hier rein verschwinden lässt. Wäre halt auch noch eine Alternative. Ich muss mal überlegen, was wir jetzt machen können. Ich denke, wir werden mal wieder in den Baumarkt fahren müssen, aber da habe ich heute definitiv keine Lust drauf, dorthin zu fahren. Ja, ich denke, ich werde mal gucken, dass ich die Elektrik dann noch verlege, also die Kabel hierfür. Dass das schon mal auf jeden Fall funktionieren würde und ja, Baumarkt dann morgen. Oder Montag oder weiß ich nicht. Mal gucken. Ich habe das Ganze jetzt mal angeschlossen. Ja, rot, ne, ist Plus, schwarz ist Minus. Und die beiden Kabel, die jetzt hier sind, das sind die beiden Kabel, die ja, zur Batterie gehen müssen. Wir hatten erst überlegt gehabt, den Schalter von dem ganzen Bedienfeld so zu programmieren, dass er die Wasserpumpe ein- und ausschaltet. Ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht. Und wir werden einfach nochmal einen Schalter zusätzlich installieren, der wirklich nur die Wasserpumpe ein- und ausschaltet und der Schalter, der da ist, wie das Ganze halt auch ursprünglich halt ja, gedacht ist, der wird dann halt dieses Bedienfeld einschalten, also sprich, dass da halt der Strom drauf ist und dass man dann halt dementsprechend was an der 12-Volt-Buchse oder USB halt laden kann. Ich glaube, das macht einfach am meisten Sinn, das wirklich so zu machen und nicht jetzt Dauerplus auf die ganzen Anschlüsse, die da sind, zu machen und nur den Schalter zu nehmen für die Wasserpumpe. Wir hatten ja eigentlich schon einen Kippschalter bestellt gehabt, den hatten wir jetzt zurückgeschickt, weil wir uns dachten, das macht irgendwie so mehr Sinn, aber jetzt irgendwie, wo ich jetzt hier gerade dabei bin, das alles so verbinden, ich finde, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Da kommt auf jeden Fall nochmal ein extra Kippschalter hin, der wirklich hinten in der Heckgarage dann die Wasserpumpe einschaltet und dementsprechend das Bedienfeld wirklich nur dafür da ist, um halt Strom zu geben, wenn man es halt möchte. Sprich, man drückt halt den Schalter. Ja, das macht einfach am meisten Sinn. Werde ich anderen gleich nochmal Bescheid sagen, dass wir es doch nochmal bestellen. Ja, aber ich denke, das ist so viel besser. Ich habe jetzt hier die Dinge abgeklemmt und habe dann die Kabel hier abisoliert und mit Varo-Klemmen befestigt. Wir haben übrigens zwei Sorten von Varo-Klemmen. Einmal diese hier, Varo 221. Und einmal 2273. Hier ist eigentlich ganz geil, man muss die einfach nur so hoch machen. Also so. Dann Kabel rein und dann zumachen. Dann ist das fix. Und hier bei denen, davon haben wir jetzt 100 Stück gekauft, da muss man einfach das Kabel nur reinstopfen, sage ich jetzt mal. Also reinpacken und dann wird das direkt starr. Also da ist halt nicht so ein Bügel wie bei denen hier. Man muss da wohl so ein bisschen ziehen und rütteln, um bei denen hier das Kabel nachher wieder rauszubekommen. Bin gerade echt immer überlegen, welche Varo-Klemmen mir besser gefallen. Ich glaube eigentlich eher die hier, aber die sind natürlich deutlich kleiner. Ne? Naja, müssen wir mal schauen.